Das Team Europa hatte sich schon seit Wochen drauf gefreut. Wieder einmal fand das große Finale des Hula-Hoop Europacups traditionsgemäß in der Marduk Arena von Babylon City statt. Das Spiel war schon seit Monaten ausverkauft, aber Nick, der ja selbst passioniert Hula-Hoop spielte, hatte sich frühzeitig darum gekümmert und so kam es dazu, dass unsere drei Freunde heute aufgeregt in dem gigantischen Stadion Babylon City saßen und den typischen blau-weiß-roten Joghurt Babylons schaufelten. Mann, Nick, wirklich großartig, dass du dich um die Karten gekümmert hast. Die Atmosphäre hier ist wirklich mal wieder umwerfend. Klar, habe ich doch gern gemacht. Ab und an muss ich meine großen Vorbilder auch mal live sehen. Und außerdem, bei so einem Finalspiel kann alles passieren. Wer weiß schon, was uns heute erwartet. Naja, neben den vielen lauten und am Ende des Spiels betrunkenen Menschen hoffentlich auch die eine oder andere süße Schnecke, oder? Lex, hoffentlich die ein oder andere betrunkene Schnecke. Da habe ich doch eine leichte Handhabe mit meinen flotten Sprüchen. Trotzdem, wir sind hier, um Hula Hoop zu schauen. Nicht, um dir endlich eine Freundin zu besorgen, du fescher Schürzenjäger. Ich habe bereits einem Mädchen einen heißen Luftkuss zugeworfen und mindestens 7-mal gezwinkert. Nur noch eine Frage der Zeit, bis sie kommt, um sich meine E-Mail-Adresse zu schnappen. Ich meine ja nur, bei so vielen Menschen kann man doch mal ein wenig den Blick schweifen lassen. Lex holte sein Fernglas raus, schob seine hippe Brille zurecht und schaute durch die Zuschauermenge im Stadion. Mit 223.188 Plätzen war die Marduk Arena das mit Abstand größte jemals erbaute Stadion. Und heute war jeder einzelne Platz besetzt. Als Lex seinen Blick schließlich durch die Ränge ihnen gegenüber streifen ließ, bemerkte er etwas Seltsames. Ein auffällig gekleideter Mann mit rot glänzendem Jackett, flotter Baskenmütze und einer teuren, um den Hals gehängten Kamera schaute sich keineswegs nur das Spiel an. Hey, Matrosen, das müsst ihr euch ansehen. Lex, lenk nicht ab. Ich will keine von deinen Zuckerpüppchen sehen, sondern das Spiel. Es sind die Babylon Hooper am Zug. Was ist denn? Hast du etwas Verdächtiges bemerkt? Da drüben, auf der anderen Seite, steht ein Mann an den unteren Rängen. Er sieht aus wie ein professioneller Fotograf. Wie jemand, der Fotos für eine Zeitung schießt oder sowas. Aber er schießt keine Fotos. Er schaut nur in die Menge. Die ganze Zeit. Komisch. Das macht doch wirklich keiner. Gib mir mal das Fernglas. Ja, schau da drüben. Das gibt's ja nicht. Der sieht ja komisch aus. Trägt dir doch glatt einen roten Anzug und noch dazu diesen lächerlichen Hut. Das ist kein Hut. Das ist ein Baret. Das Wort Baret stammt aus dem lateinischen birum, was so viel wie kurzer Umhang mit Kapuze bedeutet. Also keineswegs ein Hut. Ja, wie auch immer. Aber der Mann mit dem Hut, der ist wirklich komisch. Gib nochmal her. Das gibt es doch nicht. Jetzt streckt er seine Hand aus und klatscht dem Mädel vor sich glatt auf den Allerwertesten. Absolut schamlos, dieser Schuft. Ist nicht wahr. Das ist Cheaten. Nein, Moment. Das ist nicht seine echte Hand. Er hat so etwas wie eine ausfahrbare Fliegenpatsche im Ärmel versteckt. Das Mädchen scheint nichts bemerkt zu haben. Jetzt! Da haut er wieder drauf. Diesmal bei einer anderen jungen Frau. Und Verschämtheit. Gib her, ich will jetzt auch mal schauen. Ach Leute, ehrlich? Ihr kennt den Mann nicht? Das ist doch der Stadiongraf. Der Redakteur der Europa Today. Er hat als einfacher Sportjournalist gestartet und eine glanzvolle Karriere hingelegt. Jetzt ist er zwar Redakteur und muss sein Geld nicht mehr mit Fotos verdienen, aber bei einem solchen Spiel ist er natürlich ganz vorne mit dabei. Schließlich schießt er Fotos erster Qualität. Fotograf hin oder her? Der schaut sich nicht das Spiel an, sondern patscht den Mädels auf ihren knackigen, runden Bobsch. Das ist nicht nur auf eine ekelerregende Art seltsam, sondern einfach nur falsch. Wir müssen uns den Typen schnappen und dingfest machen. Der hat sein Gerät vor dem falschen Team ausgefahren. Ja, solche Kerle gehören hinter Schloss und Riegel und kein Snackomat auf Zimmer. Okay, wenn ihr meint, dann schnappen wir uns nach dem Spiel am Ausgang. Mit seinem roten Jackett kann er uns ja quasi nicht entwischen. Ja, gute Idee. Na dann lasst uns erstmal das Spiel weitersehen. Ciao, Foul, Babylon, Hup.
Babylon! Das Team Europa erlebte einen grandiosen Finalkrimi, bei dem bis zum Schluss nicht klar war, welche Seite gewinnen würde. Nachdem das Spiel schließlich vorbei war, eilten die drei Freunde dem Ausgang entgegen, um sich den fiesen Stadiongrafen zu schnappen. Am Ausgang angekommen, war es jedoch voller, als sie gedacht hatten. Leute, hier sind aber viele Menschen. Wie ist das möglich? Seht ihr ihn irgendwo? Nein, ich sehe auch nichts. Jesse, komm her. Steig mal auf meine Schultern. Vielleicht kannst du dann besser sehen. Okay. Easy. Warte kurz. Jetzt hab ich's. Kannst du jetzt was sehen? Ja. Dort hinten. Dort hinten ist er. Aber er ist schon viel weiter weg als wir. Das schaffen wir niemals. Wir kommen ja kaum voran in der Menge. Es ist einfach kein Durchkommen bei diesen ganzen rücksichtslosen Fans. Die glauben wohl, sie wären die Einzigen, die einen triftigen Grund haben, rauszukommen. Egal. Wir müssen es versuchen, Matrosen. Der kommt uns nicht ungeschoren davon. Okay, ich steig runter. Wir drängeln uns schon irgendwie durch. Jetzt heißt es Ellbogen ausfahren, Freunde. Obwohl sich Europas beste drei Ermittler ziemlich rücksichtslos durch die Menge schoben, kamen sie zu spät. Endlich auf dem Vorplatz des Stadions angelangt, bemerkten sie den auffällig gekleideten Mann nicht, der sich in einen weiten grauen Mantel hüllte und murmelnd in den angrenzenden Park schlich. Lex und seine Freunde schauten sich verzweifelt nach allen Seiten um. Der Stadiongraf war spurlos verschwunden.